Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tanks. Heute mal ein Teamgefecht. Hier ist einer sehr nervös, da muss ich erstmal die Ansicht lösen. So, wir sind unterwegs in Geisterstadt, eine Map, die ich so noch nie gesehen habe, außer auf den Previews von Blaze YouTubern, die haben die Stadt mal vorgestellt, aber so genau gekämpft darauf noch nie. Unser Team auch nicht. Wer ist heute unterwegs? 1 Rakete im 110er, Monomeron im AMX, Toni im T32, Donnerhalm im T34, Jokotok im Tiger 2, Matt Vince, den kenne ich noch gar nicht, im Pershing und der Flotomat in seinem Scout, dem VK2801. So, wie teilen wir uns auf? Okay, campen erstmal noch eine Runde da. Das ist klar, der Vize wieder. Und der Kommandant, ja, die haben es nicht eilig. Kann leider nicht mehr sagen, wer hier eine Ansage überhaupt gemacht hat. Heavys bleiben offensichtlich zusammen, wieder in Zweierteams. Wir haben eine Aufgabe zu verteidigen. Ah, verstehe. Ich ahne, was sie vorhaben. Genau. Kleiner Abfangtrupp. Und da geht's auch schon los. Der hat schon mal gesessen. Sauber. Das war ein schöner Treffer. Da kümmert's auch nicht, dass der Tiger nochmal zugelangt hat. Schöner Munitionstreffer. Das hat richtig gut gesessen. Ah, jetzt muss aber ein bisschen in Deckung gehen, ne? So, die anderen kommen zur Unterstützung von oben. Ja, das wird eine schöne Zangenbewegung, wenn sie jetzt hier noch rumgehen. Dann sollte das recht schnell gegessen sein. Es sind, wie ich das gesehen habe, alle offen. Dann wird das jetzt ein munteres Ziel schießen hier. Sehr gut, in Brand gesteckt. Da war es das mit dem T34. Ja. Gibt's gar nicht viel zu sagen zu der Runde, Mensch. Ich dachte, wir sehen jetzt hier noch ein bisschen was von der Map und den taktischen Möglichkeiten, aber das gegnerische Team macht es uns in dem Fall sehr einfach. Ich habe mir das vorher nicht angeguckt, deswegen bin ich selber gerade ein bisschen überrascht. Da hat es den Matt rausgenommen. Jo. Also hat der Sturm auf der Seite hier schon mal nichts gebracht. Dann haben wir so viel zumindest von der Map schon mal gelernt. Das ist ja auch nicht schlimm. Donnerhall und Flotomat haben auch zugeschlagen. Naja, gut. Zwei Heavys noch am Leben. Eieiei. Müssen wir dann doch mit einigen Verlusten noch leben. Aber das Ding sollte im Kasten sein. Genau, so. Tiger 2 ist One-Shot. Na bitte. Durfte jeder mal zu lang. Genau. Da kommt ein Donnerhall. Ja. Schöne Runde, schöne Teamarbeit. Das hat gut funktioniert. Vielleicht sehen wir irgendwann mal mehr von der Map. Dann vielleicht auch in live. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.